meinen Rank. Ich will meinen Rank. Gimme! Willkommen zum wahrscheinlich interessantesten Cheater-Experiment. Wow. Des Jahrhunderts! Folge 11 oder 12 oder sowas, keine Ahnung. Nach dem nächsten Win, Draw oder der kommenden Aufgabe der Gegner ist mein Competitive Rank hier auf dem Non-Prime Guschtel Babuschtel Account. Viele sagen, boah, was ist, wenn er Global ist? Andere sagen, wahrscheinlich Gold. Keine Ahnung. Los geht's. Und Gaben. Wehe, ich muss jetzt wieder 8 Minuten suchen. Nein, keine 8, keine 7, auch keine 6. 3 weeks later. Ah, ja. Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Wenn jetzt nicht alle reinkommen, kann ich dich weiter aufnehmen. Ah, da sind ja alle. Gott vergilt's. Komm, Intro abfahren. Oh my gosh, Skin Baron is so sexy. Buy and sell skins for... Klimpergeld. Komm zur Kasse! Hallo, Team. Ja, mit dem Shitting, I think. Hallo! Oh nein! Why are you bullying me? Was macht denn der? Hallo! Fühlt sich nach einem Noob-Game an, also? Der Mate, der spielt P90. One minute. Hallo, Sir! Ah, Bomb ist down in front of B. Schön alleine mit der Bombe rangehen. Das ist natürlich intelligent. Ich glaube, es wird echt ein Low-Rank, ne? Weil so wie die jetzt gerade spielen, ist es wie maximal Gold. Boah. Gott ist schon weg, okay? Gott, der Feier. Ja, Monkey tot. What? What the fuck? Die folgenden Ereignisse haben sich 10 Sekunden später zugetragen. Ist down. One dead lower. Jetzt klingelt mein Handy, wo ich gerade am Pimmel bin. Hallo? Bretagne? Ich meine, von den Shots ja und sowas, ne? Müsste ich ja eigentlich Global sein. Aber wenn ich, wie gesagt, hier die, Aktionen sehe, die hier gemacht werden, wirkt halt dann schon eher wie Silber 3. Aber da fällt mir ein, wir sind ja auch dafür da, natürlich, um Cheater zu finden. Also von daher, gucken wir mal kurz rein. Was für ein Weg? Ja. Aber, also keiner ist auffällig. Überhaupt keiner. No, jetzt lädt er nach. Timing, this is good timing. Ja. Da ist soweit alles cool. Ja, das bin ich ja so close. Dann nehme ich AK und guck, dass ich den einen wegpimmel. Der B-Spieler zum Beispiel macht immer dasselbe. Der steht bei K, wenn wir kommen, rennt er halt kurz rum, ne? Nadet hier rein, spielt mit seiner MP5 oder mit seiner UMP darum. Mhm. Achtung, jetzt ist er gleich wieder... Oh, Männer. Und die ist noch nicht mal rausgeflogen, die Flash. Hast du schon mal etwas gemacht, das du im Nachhinein bereut hast? Kommt ihr bitte mit. Hello there. Hello, motherfucker. Surprise. 3 on B, ich bin alleine. Ja, das bin ich ja so close. Oh Mann. Naja, ich rieche ja leider den nicht so guten Rank. Das ist ja halt 100 pro. Also wenn es hochkommt, Gold 4, um jetzt mal ganz realistisch zu sein. So von den Abläufen her, auch bei den Gegnern, die, wie die Schüsse so sind, wie die Ansagen sind, wie sie durchgezogen werden und so weiter. Leider recht goldig hier alle. Good job. Nice. Oh, Lapke, geht durch. Okay. Hat jetzt eben echt eine... Ah, hat seine Arke gegen eine andere Arke getauscht. Flügermann. Long ist, glaube ich, leer. Yes. Meiner ist noch vor B mit Scout. Okay, also die Gegner sind... Sie sagen, dass wir hacken. Ich kann ja beim besten Willen keinen erkennen. Ah. Der eine ist raus. Er kriegt einen ganz normalen Shot und er... Hahaha, geht raus. Green. Green, what's your problem, Green? Green! Es könnte echt eine Aufgabe werden, ne? Einer ist schon weg. Take bomb, please. What the fuck, Green? Grün, hol die Bombe. Green, why are you not there? Oh Mann. Hier habe ich wirklich die Profis am Start. Komm, wir gucken ihm mal zu. Sie sagen übrigens, dass er ein Aimbot hat. Also die Gegner sagen das. Ha! Ich meine, er könnte ja angemacht haben. Aber... Also ein bisschen wenig. Der steht meistens bei Long und eben mit seiner SG halt genau... an den Punkt, da wo sie rauskommen. Und wenn alle kommen, hopp. Aber das sind die Leute auf der Elo halt nicht gewöhnt, dass jemand in den Kopf schießt. Schon von vornherein gezielt. So, Lapke, mach nochmal kurz. Zeig mir nochmal deine Shots. Weißt du, das ist doch kein... Er sagt sogar One-Tap. Der kommt auf B, sieht den Feind und muss, ich glaube, dreimal schießen auf einen stehenden Feind und trifft ihm halt dann in den Kopf und die... Oh, das ist Hacking! Der ist so der... What the fuck? Hopp, Kaiman. Mach du mal jetzt irgendwas. Hinter dir kommt übrigens einer. Weißt du, und dann... Of course. Er hat von dort eben schon einen anderen Feind gekillt und ist angesagt. Er wird da drin gekillt. Of course. They're shooting back. Aha, guck mal, der Arthur. Auf einmal hat er ihn durch die Wand geheadshottet. Das ist merkwürdig, Arthur. Wissen eigentlich deine Eltern davon? Sowas ist sehr, sehr komisch.
What the fuck? Nur um das trotzdem nochmal zu erwähnen, egal wie lächerlich es hier wirkt mit diesen Cheat-Anschuldigungen, wenn ich halt alive bin, kann ich hier nicht über die Schulter schauen. Es kann sein, dass alle am Reintoggeln und Reinwallhacken sind und wenn ich gerade drüber gucke, dann nicht. Das kann sein. Aber die Kills, die ich sehe, sind halt Standard. Die Sachen, die ich sehe, bei denen sie sagen, what, what, sind einfach dumm. Sie killen jemanden von einer Position aus und wundern sich, dass der Gegner sie... Alles klar. Dass der Gegner sie da erwartet. Was soll man machen? Was soll man dazu sagen? Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Lähm, Alter! Ist halt auch so ungefähr meine echte Skill-Ebene. Na, komm, komm. Eigentlich Supreme, oder? Toll, jetzt habe ich 20 Minuten Warten aufgenommen und ein paar Minuten Gameplay. Hey, aber... Echt nicht schlecht, ne? Das ist bis jetzt meine beste Einrankung tatsächlich. Auf meinem Main wurde ich damals mit Doppel-AK eingerankt. Also, hier, ihr wisst schon. Auf dem zweiten Account, keine Ahnung, Gold oder sowas. Ja, und hier jetzt halt Lem. Das Spiel weiß es halt einfach. Ja. Komm, jetzt mache ich noch einen Wingman, Alter. Weißt du, so ein Assi-Move, Kern-Assi-Move hinterher. Ey, aber wenn ich jetzt 30 Jahre warten muss... Nach 30 Sekunden, ey, du musst dich nur aufregen. Wenn ich beim nächsten Case-Opening dich den Knife aus der Kiste ziehe, raste ich aus, eben. Direkt Knife. Easy Profit. Skin Boys hassen diesen Trick. Okay, komm, Gül HF. Hier. Was soll ich sagen? Da war nix. Da war nix. 0-0. Uff. Livestreams gibt's jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Kommt dazu. Leider.